Fernerkundung zur Landbeobachtung. Die Erde ist reich an Ökosystemen, Substanzen und lebenden Organismen. Und mittendrin versuchen wir Menschen, unsere Umgebung zu verstehen. Land, Ozeane, Atmosphäre und Ionosphäre, Kryosphäre, die Welt unter der Erdoberfläche. Es gibt viel zu erkunden. Fernerkundungssensoren sind sehr nützlich. Sie helfen uns, die verschiedenen Umgebungen zu untersuchen, um unser Leben zu verbessern und unseren schönen Heimatplaneten zu bewahren. Wir leben auf der Erdoberfläche, wo wir uns aus den Hominiden entwickelten, in großen Gemeinschaften leben und lernen, die Erde für uns zu formen. Es ist daher wichtig, die vergangenen und gegenwärtigen Veränderungen der Erde und deren Auswirkungen zu kennen, um unsere Zukunft planen zu können. Satellitengetragene Sensoren ermöglichen ständigen und einfachen Zugriff auf diese Daten für lokale und globale Informationen. Globale Veränderungen zeigen, wir müssen die Erde als Einheit betrachten. Fernerkundung hilft uns zu entschlüsseln, wie unsere terrestrischen Systeme zu den globalen Veränderungen beitragen und auf sie reagieren, selbst in abgelegensten, kaum zugänglichen Gegenden. Zur Untersuchung der Landmasse mit Fernerkundungssensoren gibt es verschiedene Techniken. Optische Bilder. Optische Sensoren nutzen das reflektierte Sonnenlicht zur Charakterisierung von Bodenoberfläche und Vegetation. Sie helfen uns beim Blick auf den Boden, können aber auch in anderen Wellenlängen wie nahem und mittlerem Infrarot messen. Sie können sogar polarisiertes Licht messen. Durch Messung vieler Eigenschaften des Bodens und der Vegetation können wir Landwirtschaft und Waldmanagement verbessern, Mineralien finden, Veränderungen in Städten und Industriegebieten analysieren und Überschwemmungen und Dürrekatastrophen untersuchen. Multispektrale Bilder. Ein multispektrales Bild bedeutet, ein Objekt oder einen Bereich bei verschiedenen Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums zu betrachten. Zum Beispiel, indem man nur Rot-, Blau- oder Grüntöne der Oberfläche erfasst. Jede Wellenlänge kann unabhängig angezeigt werden, oft als Grauskalenbild oder in Kombination von drei Wellenlängen als farbiges Kompositbild. Wenn wir Daten von anderen Frequenzbändern erfassen, bekommen wir andere Bilder, etwa im nahen Infrarotbereich. Wir nennen das Falschfarbenbilder. Die Interpretation dieser unterschiedlichen Bilder hilft bei der Unterscheidung von Böden, Pflanzen, städtischer Bebauung, Schnee, Wolkendecken, Waldbränden, Mineralien etc. Radarstreuung und Polarimetrie. Beim synthetischen Aperturradar ist die Reflexion von einem Bereich oder von Objekten die Summe vieler einzelner Streusignale. Es trifft nicht zu, dass man vor lauter Wald die Bäume nicht sieht. Bei der Abbildung des Waldes sehen wir einzelne Bäume oder sogar deren Teile durch genaue Informationen über die Eigenschaften von Vegetation und Boden aus Veränderungen in Phase und Polarisation, die durch die Streuung induziert werden. Mikrowellenradiometrie. Mikrowellenradiometer nutzen die natürliche elektromagnetische Strahlung von Objekten bei Temperaturen über 0 Grad Kelvin im Frequenzbereich zwischen 1 und 200 Gigahertz. Die Strahlung reagiert auf die Biomasse der Vegetation, auf die Oberflächentemperatur, auf Regen, Schnee und auch auf Bodenfeuchtigkeit. Eine wichtige Umweltvariable, die den Wasser- und Energieaustausch zwischen Land und Atmosphäre beschreibt. Sensoren für die Landbeobachtung gibt es nicht nur im Weltraum, sondern auch im Boden oder in Ballons, Hubschraubern und Flugzeugen. So kann man zum Beispiel genaue dreidimensionale Karten der Städte erstellen.